Seit dem Putsch 2009 hat sich die politische und Menschenrechtslage in Honduras kontinuierlich verschlechtert. Mit dem Mord einer indigenen Aktivistin Berta Cáceres im März 2016 hat die Verfolgung und Repression einen traurigen Höhepunkt erreicht. Mittlerweile gehören eingeschränkte Pressefreiheit, Verfolgung und Bedrohung von Journalistinnen, Anwältinnen, LGBT-Aktivistinnen und Umweltaktivistinnen zum Alltag. Seit 2010 organisieren wir Delegationen nach Honduras, um auf die prekäre Menschenrechtslage im Land aufmerksam zu machen und um in Europa darüber zu berichten. Wir planen die nächste Honduras-Delegation für Ende 2016. Wichtige Etappe wird der Besuch bei der indigenen Lenkerorganisation COPIN sein. Seit der Ermordung von Berta Cáceres, die langjährige Koordinatorin der Organisation, hat sich die Repression auf COPIN verstärkt. Aus diesem Grund ist internationale Präsenz weiterhin wichtig. Damit wird Öffentlichkeit und Schutz für die bedrohliche Menschenrechtslage für Aktivistinnen geschafft. Wir befürchten, dass auch der Mord an Berta Cáceres ungeklärt bleibt und der internationale Druck, um diesen Mord aufzuklären, gegen Ende des Jahres nicht mehr vorhanden sein wird. Genauso wichtig ist es, andere Organisationen zu besuchen, die täglich für ihre Rechte und gegen den Ausverkauf ihres Landes kämpfen. Deswegen werden sie bedroht und kriminalisiert. Nach unserer Rückkehr werden wir die Informationen aus Honduras auf Veranstaltungen, in Zeitungsartikeln, im Radio und natürlich auch auf unserem Blog veröffentlichen. Unterstütze die Honduras-Delegation bei dieser Arbeit. Weitere Informationen zur Delegation findet ihr unter honduras-delegation.blogspot.de.